So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine weitere WTF-Folge, What the Thunder, also Ramses Kitchen. Denn wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi hat mir letztens irgendwas geschenkt. Ich glaube, das war zum Geburtstag, zu Weihnachten. Das ist auf jeden Fall schon 3000 Jahre her. Die steht immer noch rum. Wir haben schon mal die blaue What the Thunder getestet. Wir haben schon mal die pinke What the Thunder getestet. Und beides waren große Flaschen. Und jetzt gibt es diese kleine lilane. Die sieht auf jeden Fall besonders aus und da ist wenigstens am wenigsten drin, weil das meistens eh nicht schmeckt. Wir haben uns dafür dieses Weinglas genommen, das stand bei Pupsi im Schrank rum. Habe ich gedacht, machen wir mal auf, probieren wir mal. Ihr müsst ja wieder den Geschmack erraten, was das sein soll. Und ja, kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgeschmack und Süßungsmitteln. What the Thunder ohne Zucker, 0,5 Recycle-Milch und oben lass mich dran fürs Recycling. Diese komischen Verschlüsse finde ich übrigens ziemlich doof. Die stören mich total beim Trinken. Wenn ich das jetzt hier nämlich so aufmache, konnte man das sonst abnehmen. Und jetzt ist das so. Wie willst du da draus trinken? Dann tust du das hier so an die Seite. Es hält aber nicht. Es schnappt immer wieder zurück. Wenn du so trinkst, hast du das die ganze Zeit so am Mund. Das ist total nervig. Und wenn du es nach oben machst, kannst du es dir beim Trinken auf die Nase klemmen und du siehst aus wie ein kompletter Volltrottel. So, wir schenken das jetzt erstmal ein in dieses Glas. Aber am besten nicht alles, weil wir wahrscheinlich für das Thumbnail noch irgendwas brauchen. Du kannst es aber kurz so halten und schauen, ob man das sich angucken kann. Die What the Thunder. So, für das Thumbnail. Das ist wichtig, das Thumbnail muss aussagekräftig sein, dass auch jeder draufklickt und sagt, Alter, was ist das denn? What the Thunder ist das denn? Sieht aber gut aus, ich komme mir schon vor wie Badlands Chucks mit seinen Chucks, nur halt ohne Chucks, aber mit so einem super genialen Weinglas. Jetzt habe ich sogar zwei Thumbnails zur Auswahl, da ist Pfand drauf, das kann dann weg. Fruchtgeschmack, exotischer Fruchtgeschmack. Riecht auf jeden Fall erstmal wie Spülmittel, das ist immer gut, aber mit Fruchtnote. Wir nehmen mal einen kleinen Hieb. Hat irgendwie was von dieser Waldmeisterbrause, die es gibt, hier wo dieses komische Männchen drauf ist, dieses Pulver, was ihr euch so machen könnt. Waldmeisterbrause. Mit vielleicht, wenn sich manche das mischen, die Waldmeisterbrause und die Himbeerbrause, die rote Brause, die grüne Brause zusammen. Aber das hätte ich jetzt bei einer grünen Thunder vielleicht erwartet, bei einer grünen WTF Edition, aber nicht bei so einem. Ansonsten auch total säuerlich. Mega eigen im Geschmack. Ich sag einfach, das schmeckt nach Waldmeister. Das ist bestimmt falsch. Habt ihr die WTF in der lila Edition schon probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. What the Thunder?